Entschlossen in eine sichere Zukunft. 20 Jahre am Steuer, auf der Fahrt in eine moderne Welt. 20 Jahre Verantwortung. CSU. An ihrer Spitze Franz Josef Strauß. Der Mann, der stets die undankbarsten Aufgaben in der Regierung übernahm. Das Verteidigungsministerium, als die SPD und ihre Gesinnungsfreunde die Bundeswehr pausenlos attackierten und Deutschland in ein schutzloses Niemandsland verwandeln wollten. Das Finanzministerium, als die Wirtschaft in eine Flaute rutschte und die Staatsfinanzen überstrapaziert waren. Franz Josef Strauß meisterte die Aufgaben und wurde zu einem der populärsten Politiker der Bundesrepublik. Mit Auto, Flugzeug und Hubschrauber von Wahlkundgebung zu Wahlkundgebung. Man sollte gegen die Härte, mit der der Kommunismus heute noch seine Interessen uns gegenüber abgrenzt und durchsetzen will, sich keine Illusionen hegen. Da brauchen wir keine Angst zu haben vor Ihnen. Ich bin überzeugt, dass der Freiheitswille des Menschen stärker ist auf die Dauer als die Regime da, wenn sie noch so lange dauern. Aber wenn wir Ihnen vorher unsere Rechte, Interessen und Freiheiten als Morgengabe zu Füßen legen, wenn wir auf Europas Einheit verzichten, um damit die irdische Wünsche zu erfüllen, dann zerstören wir Deutschland und zerstören Europa. Und hier soll Herr Brandt endlich Körner bekennen, was er vorhat und sich vorstellen, was er will. Willy Brandt und die SPD müssen Farbe bekennen. Ihr Eiertanz auf rotem Parkett gefährdet unsere Sicherheit. Die CSU und ihr Vorsitzender Franz Josef Strauß haben stets eine Politik des Friedens und der Aussöhnung betrieben. Aber sie lehnen eine Politik der Preisgabe unserer Freiheit, der Anbiederung und Unterwerfung ab. 21. August 1968. Dieser Tag zerstört den Traum vom Prager Frühling. Der sowjetische Überfall zeigt jedem Klardenkenden, was von Moskaus Lockungen zu halten ist. Und die SPD hat nichts dazugelernt. Wir Deutsche brauchen die Sowjets nicht zu fürchten. Wir haben zuverlässige Verbündete im Westen, dank der Außenpolitik von CDU und CSU. Wir strecken die Hand zur Versöhnung nach dem Osten aus, aber wir werden nicht Gefangene unseres Wunschdenkens, wie die SPD es immer wieder geworden ist. Und man muss fragen, was muss eigentlich noch passieren, damit die SPD die Wirklichkeiten in dieser Welt begreift. Die Ordnung, Ruhe und Sicherheit in unserem Staate mit Freiheit, Toleranz und Recht verbinden kann. Die SPD vermag es nicht, die FDP vermag es nicht. Die Garantie dafür ist nur die CDU und CSU. Revolution! Eine Handvoll Wirrköpfe will unser Volk das Gruseln lehren. Auf der Flamme jugendlicher Begeisterung brauen Anarchisten und rote Umstürzler den Sud ihrer Revolution. Die CSU hat ein klares Konzept. Sie lässt das in zwei Jahrzehnten Geschaffene nicht zerstören. Denken Sie daran am 28. September. Die APO wählt rot. Es gibt in der SPD und in der FDP starke Kräfte, die eine Linkskoalition herbeiführen wollen. Leider muss ich sagen, dass die SPD nicht fähig ist, des Radikalismus Herr zu werden. Sie hat ein gerüttelt Maß an Schuld daran, dass Formen des Radikalismus und der Anarchie in unserem Lande sichtbar geworden sind. Dabei sind diejenigen, die sich in dieser Weise betätigen, nicht die Schuldigen. Die Schuldigen sind die, die sie aufgehetzt haben dazu. Und wenn wir in einer ernsten Stunde aufrufen, CDU und CSU zu wählen, dann weil wir unser Werk gehalten, das Ergebnis unserer Arbeit, nicht Anarchisten im Inneren und Traumtänzern in der Außenpolitik überlassen wollen. Um noch einmal sechs. Monika, rein auf. Du wenn mich auswirfst, mein Lieber. Mensch, ärgere dich nicht. Ein Spiel, das ein Politiker beherrschen muss. Politik ist die Kunst des Möglichen. Franz Josef Strauß freilich hat nicht selten auch das, was andere für unmöglich hielten, möglich gemacht. Er hat die Finanzen unseres Staates in Ordnung gebracht. Er hat die Weichen für den Aufschwung unserer Konjunktur gestellt. Er hat unsere D-Mark gegen die Spekulanten und deren Helfershelfer verteidigt. Er hat aus dem, Sie werden zugeben, nicht sonderlich beliebten Finanzministerium ein Instrument gemacht, auf das wir Bürger heute vertrauensvoll schauen. Die Stimme von Franz Josef Strauß gilt etwas in der Welt.
Und unsere Stimme, die Stimme der Wähler, gilt ihm etwas. Franz Josef Strauß und die CSU stehen hinter Bundeskanzler Kiesinger. Franz Josef Strauß ist kein bequemer Mann, kein aalglatter Schöntuer. Er ist ein Mann klarer Entschlüsse. Ein Mann, der der kommenden Generation ein Leben in Sicherheit und Freiheit garantiert. Wer möchte statt bewährten Männern wie Kiesinger und Strauß lieber politisch Unerfahrenen das Steuer unseres Staates in die Hand geben? Seit über 20 Jahren kämpft die CDU-CSU für Europa, gegen den Widerstand der SPD. Sie schaffte Deutschland und ihnen Freunde in der Welt. Unsere Jugend ist in Europa zu Hause, die EWG bringt ihr neue Chancen. Unsere jungen Leute können studieren, wo sie wollen, sie können arbeiten, wo sie wollen, sie haben Aufstiegsmöglichkeiten wie noch nie, dank CDU und CSU. Entschlossen in eine sichere Zukunft. 20 Jahre am Steuer, auf der Fahrt in eine moderne Welt. 20 Jahre Verantwortung. CSU. Nein, ich kann das nicht durchgehen lassen. Sie ein schlechtes Gewissen haben. Unserem Volk durch diese Lügen. Aber Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet. Nein. Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum sage. Die Leute konnten ja lesen, Sie sagen den was Menschen Sie gesagt haben. Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich war doch mitten im Land in den letzten 8 Tagen. Das stimmt doch gar nicht. Was Sie in diesen 10 Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Ob so können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Entschuldigung. Gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber nicht mit uns. Auch mit Ihnen, Deutschen, wenn Sie die Unwahrheit sagen. Sie sagen die Unwahrheit. Wenn Sie eben bestreiten, dass Sie im Vorfeld des Besuchs des amerikanischen Präsidenten und während dieses Besuches in unglaublicher Nein, Weise Sie haben, gegen diesen Herr Mann Reagan, aufgestanden. Herr Reagan, hätte ich was gesagt zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Sie haben versucht, schon allein, Sie haben versucht, schon allein Sie das, gegen uns auszuspielen. Schon allein das, was Sie jetzt eben hier im Wortspiel getan haben, zeigt doch, wes Geistes Kind Sie in der Frage sind. Und ein letztes. Lassen Sie doch Heiner Geißler beiseite. Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie Ihre Leute auch. Und wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, nach seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, Nein, Sie essen mir Schätzchen, was das heißt, Essen. Ich